In der Nacht zu Freitag stand der Gastraum der Gaststätte Zur Linde in Lohne in Flammen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehren hatten sich die Bewohner der über dem Lokal liegenden Wohnung gegenseitig geweckt und in Sicherheit gebracht. Wie der Pressesprecher der Stadt Lohne mitteilte, richtet der Bauhof für die betroffenen Unterkünfte ein. Derzeit werden die 18 Personen, darunter zwei Kleinkinder, im Feuerwehrhaus betreut. Die Polizei hat mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.